So, könnt ihr jetzt die Webseite sehen, wo links oben hier Cheetah bei Bilderall steht? Ich schaue nochmal. Jawohl, das klappt. Okay, gut. Also, wir haben hier bei Bilderall die Möglichkeit, sogenannte Mirror-Websites zu erstellen. Was ist eine Mirror-Website? Eine Mirror-Website funktioniert folgendermaßen. Also ich zum Beispiel erstelle eine Webseite, ja, für mein Team. Nehmen wir zum Beispiel, ich habe hier bin gerade was im Test, nämlich eine Webinar-Seite. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich hier ein Live-Webinar wie zum Beispiel dieses mache, auf dieser Seite diesen Code einbinden. Und dann läuft das Webinar, kann jeder über diese Seite dann sehen, der halt den Link zu der Seite hat. So, und auf dieser Seite, ich zeige euch das auch gleich noch in der Praxis, und diese Webseite kann ich jetzt jedem zur Verfügung stellen, der hier einen Bilderall-Account hat innerhalb unseres Teams. Das heißt, unsere Partner müssen gar nicht irgendwie sich im Erstellen von Webseiten auskennen, sondern die können auf die Webseiten zurückgreifen, die wir zur Verfügung stellen. So bedeutet, jeder Partner kann sofort das Web, zum Beispiel eine Geschäftspräsentation bewerben, ja, auf seine eigene Seite, kann aber an dieser Seite sonst nichts verändern. Ja, und das ist natürlich großartig, weil dann können wir im Prinzip die Webseiten so gestalten, dass die bestmöglich funktionieren. Und es sind automatisch die Links zur Registrierung von jedem einzelnen Teampartner hinterlegt. Ja, so, und das sieht dann in der Praxis wie folgt aus. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mehrere Webseiten zu erstellen, diese zu testen. Und die werde ich dann natürlich jedem, der bei uns einen Bilderall-Account dann hat, dementsprechend natürlich auch zur Verfügung stellen. Also jeder, der einen Bilderall-Account hat bei uns, ja, und aktiv ist, der kriegt gleichzeitig auch Zugang zu unserem VIP-Club, und im VIP-Club werden dann die Mirror-Seiten zur Verfügung sein. Ja, so, und ich mache jetzt das einfach mal als Beispiel, dass du siehst, wie einfach das auch für einen Teampartner ist, einzurichten. Und zwar, du siehst, hier sind jetzt noch keine Mirror-Seiten vorhanden. Das heißt, wir kopieren dann einfach diesen Link. So, und den öffne ich jetzt ich öffne den jetzt mal in einem neuen Fenster. So, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Dann müssen wir einen anderen Tab wählen. Kleinen Moment. So, jetzt müsstet ihr hier den Bildschirm sehen, ja. Und hier kann ich jetzt im Prinzip einfach, also ich habe den Link geklickt, und jetzt kann ich mal ganz kurz überprüfen, ob wir das hier sehen können. Bitte gebt mir eine Sekunde. Entschuldigung dafür. Okay, also bei mir läuft es hier. So, also wir geben hier eine Domain an. Ich nenne es jetzt einfach mal Testwebinar. Also ich registriere mir einmal eine Domain bei Bilderall, und jetzt kann ich hier vorher mir eine Taggruppe auswählen. Das wird natürlich dann auch erklärt. Das ist super einfach. Eine Taggruppe ist, da kann ich einfach die Links, das heißt, wir haben ein Dokument dann für dich, und in diesem Dokument siehst du genau, wo du welchen Link einfach in eine Tabelle einfügen musst. Mehr ist es nicht. Ja, also ist ein Einrichtungszeitaufwand von vielleicht 5 bis 10 Minuten. Mehr ist es nicht. So, und dann schalte ich hier eine Domain auf, also eine Gruppe noch hier wählen. So, und dann wird diese quasi mit Bilderall connected. So, und jetzt habe ich hier unter der Rubrik Mirror Websites jetzt diese Webseite hier drin. Ja, so, und jetzt mache ich hier einmal Cache löschen. So, und jetzt können wir die aufrufen. So, jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Fehler drin. Jetzt machen wir es einfach so. Genau, also das ist die Domain, die ich verknüpft habe. So, und jetzt ist im Prinzip für unseren Teampartner ja alles schon vorbereitet. Das heißt, das Webinar startet dann, ja, hier in dem Button. Du siehst, hier ist es sogar personalisiert. Das heißt, wir zeigen dir dann auch ganz genau, wo du deinen Namen einfügen musst. Ja, das ist einfach nur ein Dokument.
Die Telefonnummer ist hier, also wenn man jetzt eine Nachricht schreiben will, kann das tun. Und hier ist auch gleichzeitig dein Registrierungslink dabei. Ja, so und das können wir dann jedem Partner zur Verfügung stellen. Und hier werden wir etliche Landingpages dann dementsprechend noch machen, um einfach ja, euch da auch nochmal mehr Werkzeuge mit an die Hand zu geben. Das heißt, auch für die Partner, die jetzt zum Beispiel gar keinen Sales Funnel aufbauen wollen, weil sie sagen, okay, ist mir jetzt zu, das ist mir jetzt noch zu viel, ich möchte jetzt erstmal anfangen, in das Thema reinzukommen, zum Beispiel, ja, die können einfach auf diese Webseiten zurückgreifen und haben dort automatisch ihre Links hinterlegt. Das Ganze sieht natürlich optisch schöner aus, wenn ich einfach nur ein Video verlinke. Und ja, und das erleichtert mir natürlich auch das Nachfassen. Ja, so und